Ich begrüße ganz herzlich die Juliane Dickmann von der Otto Group, die uns heute ein bisschen Einblick in das Wissensmanagement bei der Otto Group geben wird. Juliane ist Abteilungsleiterin im Otto Group Knowledge Management, war vor ihrer Zeit bei der Otto Group als Consultant bei PwC tätig und hat dort schon erste Berührungspunkte mit dem Thema Wissensmanagement gemacht und beschäftigt sich jetzt auch schon seit 10 Jahren beziehungsweise seit 2009 damit, das Thema Knowledge Management bei der Otto Group in den Feldern Kulturwandel und Content voranzubringen. Und wie genau sie das tut, das erzählt sie jetzt am besten selbst. Deshalb schalte ich mich mal ganz schnell auf Stumm. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann und würde dann gerne euch einen Überblick geben, was wir so bei der Otto Group machen, beziehungsweise was alles von den Startlöchern ist. Und würde mich da gerne auf ein Thema ein bisschen stärker fokussieren. Das ist nämlich der Best-Practice-Austausch. Ich habe das in euch das mal so in 3 Teile unterteilt. Einmal würde ich euch gerne noch mal kurz so erläutern, was ist eigentlich die Otto Group, um den Kontext so zu verstehen, in dem wir uns im Wissensmanagement bewegen, was eigentlich unser Auftrag im Knowledge Management ist, denn das ist ja doch immer auch sehr divers bei den einzelnen Firmen oder einzelnen Auffassungen von Knowledge Management. Und als drittes das Thema, wie gesagt, Best Practice Clubs. Also was machen wir da konkret, um euch da auch mal so einen konkreten Einblick zu geben. Die Otto Group ist eigentlich manchmal bekannt so als Otto, der Katalog von Otto. Das sind wir allerdings schon lange nicht mehr. Und die Otto Group ist eben auch viel mehr als nur die Einzelgesellschaft Otto. Also wir sind als Holding im Multi-Channel-Einzelhandel sehr stark vertreten, haben aber auch sehr große Firmen im Finanzdienstleistungssektor oder auch im Service-Sektor, zum Beispiel Hermes, also die ganze Logistik, die dahinter steckt. Das heißt, dass wir eigentlich insgesamt über die gesamte Wertschöpfungskette des Handels uns erstrecken und in ungefähr 30 Ländern aktiv sind mit, wie heißt es immer so schön, 123 wesentlichen Unternehmen. Das ist immer so plus minus ein paar kleine oder größere dazu. Auch einmal einen Blick auf die Zahlen. Also umsatztechnisch haben wir ein Volumen letztes Jahr erwirtschaftet von 13,4 Milliarden Euro. Im Vergleich zu VW ist das nichts, aber oder auch zu Amazon. Aber es ist doch schon eine sehr große Hausnummer, würde ich mal behaupten. Und in der Otto Group insgesamt arbeiten zurzeit circa 53.000 Mitarbeiter. Das eben auch nochmal als Hintergrund, wie soll man da denn eigentlich Wissensmanagement machen und die Leute involvieren? Das haben wir immer so im Hinterkopf. Die Konzerngesellschaften erstrecken sich über den ganzen Globus, wenn man das so schön sagt. Natürlich ist unser Hauptfeld in Deutschland mit den stärksten Firmen, wie Otto.de, aber auch About You oder auch so Firmen, die ihr vielleicht auch noch so von früher kennt, Quelle und Neckermann haben wir mittlerweile als Marke auch unter unserem Dach. Es kommen aber auch immer neue Firmen hinzu, die ja sowas wie Risk Ident, also neue Formate, die ganz neue Business-Einheiten eigentlich auch bilden. Es verschwinden aber auch Firmen wie zum Beispiel Sportcheck, die uns jetzt leider in Monaten verlassen werden, was ich auch sehr bedauere, weil das sehr nette Kollegen sind. Aber so ist das eben im Handel. Und dann sind wir auch noch aktiv, also insgesamt in Europa, in Frankreich, Italien, England, mit Formaten, die zum Teil dort auch aufgekauft wurden, also die schon englische Formate waren, aber auch deutsche Formate, zum Beispiel Bonprix, die dann über die Landesgrenzen hinausgehen und sich dort in den Ländern dann festsetzen. In Amerika sind wir aktiv. Dort ist eigentlich so das Flaggschiff Crate & Barrel, sehr schöner Home-and-Living-Anbieter und in Russland und Asien. Aber da ist das Geschäft, kann ich auch sagen, ein bisschen okay. Also das einmal so ein bisschen die Vielfalt und die Dimension, die dahinter steckt. Ja, was treibt die Otto Group gerade besonders an? Natürlich müssen wir uns auch als historisch gewachsener Einzel- und Distanzhändler mit der digitalen auseinandersetzen. Wir haben halt mehr als 30 Handelsmarken, die eben ursprünglich aus dem Distanz- und Stationärhandel kommen, die jetzt aber natürlich schon längst den Schwenk zur E-Driven Company hingeschafft haben müssen. Dort sind wir zum Teil sehr gut aufgestellt, wie gesagt, mit About You, mit ganz modernen Konzepten, aber auch solche Anbieter wie Witweiden. Ich weiß nicht, ob ihr das so noch kennt. Das nimmt man eher so mit älteren Damen und Kittelschürzen wahr. Die haben erst einen Anteil von 10% E-Commerce
sind aber mega rentabel. Aber auch da muss es jetzt eben auch geschafft werden, diese Kundengruppe dort mit hineinzuziehen. Ja, wir versuchen eben, oder die Otto-Gruppe ist eben so aufgestellt, wie ich es auch schon sagte, dass sie die ganze Hand, die Wertschöpfungskette bedienen und eben ein breites Portfolio auch auf dem Markt anbieten mit handelsnahen Servicen. Also da ist immer Hermes so das Beispiel, aber auch Finanzdienstleister, Hanseatic Bank, die auch zu uns oder anteilsmäßig noch gehören. Seit 20 Jahren sind wir im Online-Geschäft. Ich bin jetzt so seit 15 Jahren dabei und kann mich noch erinnern, als so ein kleiner Buchhändler hier auf den Markt kam, der Amazon hieß und mittlerweile das ganze Geschäft oder die ganze Welt eigentlich dominiert. Wir sind jetzt besonders stark aufgestellt im Living- und Lifestyle-Segment. Man wundert sich, man denkt immer so, IKEA wäre so der größte Möbelverkäufer. Wir sind aber online der größte Möbelverkäufer mit mit 1 Milliarde Umsatz im Jahr, allein bei otto.de, und versuchen das natürlich dann auch noch weiter auszubauen. Und das vierte Feld, was noch sehr wichtig ist bei der digitalen Transformation, Otto ist natürlich auch, oder Otto Group ist natürlich auch sehr bestrebt, in Zukunftsthemen zu investieren. Also sind wir bei großen Venture-Firmen beteiligt, E-Venture heißen die oder Project A, wo immer wieder kleine Pflänzchen gesät oder kleine Samen gesät werden, in der Hoffnung, dass die dann eben groß gedeihen, dass man die weiterverkaufen kann, dass man sie selber involvieren kann und so eben Schritt für Schritt in die digitale Zukunft. Was jetzt aber natürlich einhergeht mit der digitalen Transformation, ist, dass wir, so wie wir halt, wo wir herkommen und wo wir gewachsen sind, eigentlich nicht dazu fähig sind, das einfach so zu machen. Also dieser große Change muss eben oder musste in der im Unternehmen gemacht werden, damit wir halt diese komplette Umstellung auch hinbekommen. Und darum wurde bei uns vor 4 Jahren der sogenannte Kulturwandel initiiert. Und es war immer ganz wichtig, von Anfang an wurde eben auch gesagt, hey, das machen wir nicht, damit wir uns hier alle irgendwie wohler fühlen und alle netter zueinander sind, sondern ganz klar, wir haben steigende Kundenanforderungen, die Kunden werden immer anspruchsvoller, zunehmende Transparenz durch die Digitalisierung, alles wird schneller, alles wird unberechenbarer, es wird alles viel komplexer und der Kostendruck steigt natürlich auch immens. Und was ich schon mit Amazon angedeutet habe, es kommen unheimlich schnell neue kleine Wettbewerber auf den Markt, die sich in kürzester Zeit zu einem wirklich großen Konkurrenten entwickeln. Also hat der Vorstand beziehungsweise auch Herr Dr. Otto persönlich den Kulturwandel ausgerufen, um eben unsere Existenz zu sichern, damit wir eben weiterhin am Markt bestehen können und eben immer dieses schöne Wort, was auch nachher nochmal kommt, um Maßstäbe zu setzen, also um auch vorne immer noch weiter mitzuspielen und neue Sachen, die Latte sozusagen hochzulegen. Und das war eben eine ganz klare Erkenntnis. Wir müssen schneller werden, wir müssen schneller reagieren. Das war aber ein Problem, weil wir hier halt auch noch alte Hierarchienstrukturen hatten, alte Musterverhalten. Ne? Immer so dieses, der Vorstand kommt vorbei und alle stehen stramm so ungefähr. Also so krass war es jetzt vielleicht nicht, aber ich habe das auch noch hier so erlebt. Und dass eben auch Entscheidungen nicht immer über Hierarchien gefällt werden, sondern ganz klar mit den Leuten, die eigentlich kompetent dazu sind. Und deswegen wurde der Kulturwandel ausgerufen. Das heißt also, dass wir einmal an unserer Strategie arbeiten müssen. Wir müssen aber auch den Ablauf und die Organisation im Unternehmen ändern. Aber was noch viel wichtiger ist, und das hat ja auch viel mehr noch mit Kultur zu tun, wir müssen insgesamt unsere Haltung ändern. Also wie muss man denn an die Sache haltungsmäßig rangehen, damit man besser und schneller arbeitet und freier arbeitet und gute Ideen hat? Und das, wie gesagt, wurde vor 4 Jahren angestoßen mit einem großen Knall, weil der Vorstand uns allen angeboten hat, also der Konzernvorstand in der gesamten Otto Group, würden wir euch vorschlagen, dass wir uns jetzt alle duzen zum Beispiel. Und das ist bei einem so hanseatischen Unternehmen eigentlich nicht üblich gewesen. Und jetzt ist es für uns wirklich völlig normal, ob da nun ein neuer Geschäftsführer reinkommt oder ein neuer Praktikant. Alle werden geduzt, bis auf Herrn Dr. Otto. Der möchte nicht geduzt werden, aber ist auch in Ordnung. Ihm gehört ja der Laden sozusagen und wir arbeiten ja hier zusammen und er guckt ja eigentlich eher und kontrolliert. Aber das hat unheimlich was gebracht und ich betone das so mit der Haltung, weil ich halt finde, dass eben gerade das Wissensmanagement steht und fällt damit, wie man rangeht, in welchem Umfeld man arbeiten darf und kann, um da eben auch
ja, positive Ergebnisse und Erfolge zu fahren. Daher diese kurze Geschichte über die Otto Group. Jetzt würde ich gerne auf unsere, also auf meinen Bereich eingehen. Wir sind der einzige Bereich in der gesamten Konzernholding, der wirklich Knowledge Management heißt. Finde ich auch prima, weil man uns dann auch sehr gut erkennen kann. Ich gebe aber zu, dass nicht alle 53.000 Leute uns kennen und manchmal auch gar nicht wissen, was ist denn eigentlich Knowledge Management? Also da sind wir auch immer noch dabei, diesen Feldzug zu ziehen und die Kollegen aufzuklären. Ich würde da gerne einmal starten mit dem berühmten Peter Drucker. Das kennt ihr ja alles. Ja, das Wissen liegt zwischen unseren Köpfen und nur zwischen unseren Köpfen und darum können wir es nicht managen. Und ich finde immer noch, das ist das Hauptproblem überhaupt beim Wissensmanagement. Wir können die beste Technik haben, wir können die besten Abläufe haben. Es funktioniert nicht, wenn ich nicht bereit bin, mein Wissen zu teilen. Und darum ist das auch so unser, ja, unser nicht Aufhänger, aber das schwirrt immer so, das ist immer so das Grundrauschen bei mir und meinen Kollegen, dass wir das immer in den Köpfen haben. Denn wir haben natürlich auch eine wunderschöne Strategie entwickelt, um eben auf die Antwort, exakt antworten zu können, was macht ihr eigentlich beim Wissensmanagement? Und da ist unsere Antwort, wir unterstützen die Otto Group bei der digitalen Transformation und geben einen substanziellen Beitrag, damit wir eben diesen Change hinbekommen. Und das ist sowohl einmal ganz stark natürlich das Zusammenbringen von Menschen, um den Austausch überhaupt zu fördern. Darum unterteilen wir das in Networking und Collaboration. Collaboration ist auch im Kulturwandel ein ganz großes Stichwort gewesen. Das hat sich nach der Vorstand auf die Fahne geschrieben. Da waren wir in unserem Bereich so ein bisschen sauer, weil wir das schon viele Jahre vorher gemacht haben. Und jetzt war das dann irgendwie so plötzlich, oh ja, lasst uns alle Collaboration machen. Dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen das ja schon die ganze Zeit. Wir haben es immer Zusammenarbeit genannt. Dann schreiben wir es uns auch auf die Fahne, damit man eben auch mit diesem großen Zug, mit dieser Kampagne, sage ich jetzt mal, mit diesem Ruck, der durch die Firma geht, auch da mitsurfen kann und dass die Leute dann eben auch dort wieder die Verbindung sehen. Ach so, der große Kulturwandel, ah ja, hat aber ganz viel mit Wissensmanagement, sprich mit unserem Knowledge-Management-Bereich zu tun. Also Networking und Collaboration. Die zweite Säule haben wir Corporate Learning bei Knowledge Management genannt, weil wir uns da ganz klar von der HR-Abteilung auch unterscheiden müssen, die zurzeit ein großes Corporate Learning Tool rausgebracht haben. Techucation heißt das, mit der Firma Masterplan. Das haben wir so nicht gemacht, aber wir sehen eben Unternehmenslernen da drin, dass jeder Kollege bereit sein muss und auch die Möglichkeit haben muss, immer ständig hinzuzulernen. Und das heißt nicht nur irgendwelche Seminare zu belegen, sondern in seinem Umfeld und von den Kollegen aus weiterzulernen oder meinetwegen von einer Abteilung wie wir vorbereitete Unterlagen oder Themen so zu bekommen, damit er eben davon schlauer wird. Und dann haben wir als drittes noch eine strategische Säule, das nennen wir operative Exzellenz, weil wir eben auch Beratungsfunktion haben und einzelnen Kollegen oder Unternehmen bei einzelnen Fragestellungen helfen. Wir sind keine Fachexperten, meinetwegen für SEO oder SEA, aber wir kennen die Kollegen hier sehr gut, können Verbindungen zusammenstellen und weil wir auch noch ein großes, in meiner Abteilung liegt auch noch das Thema Market Knowledge und Konkurrenzdaten, Zugänge zu großen, wichtigen Datenbanken, die von Dienstleistern bereitgestellt werden. Und da können wir natürlich auch immer sehr stark operativ unterstützen. Und zusammengefasst in einen Claim, denn auch wir müssen hier in unserem Teich mit der Zeit gehen. Man muss sich erkennbar machen, für was steht ihr. Und wir haben gesagt, okay, wir stehen für Share and Grow. Das heißt eigentlich, klar, wenn du teilst, dann kannst du auch wachsen. Also personenbezogen, wenn ich teile, dann wachse ich, ich bekomme was anderes und werde immer schlauer. Das ist aber auch natürlich übertragbar auf die ganze Unternehmung. Wenn dieses Unternehmen teilt und die Firmen untereinander offen sind und Best Practice und gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen miteinander austauschen, dann wird auch dieses Unternehmen besser wachsen und größer werden. Hier ist das nochmal so ein bisschen stärker unterteilt. Da will ich nur noch mal ganz kurz reingehen, was ich eben schon gesagt habe. Bei der Säule Networking und Collaboration, da gehört eben nachher auch das Thema Best Practice mit rein. Steht eben wirklich ganz stark im Vordergrund, Experten über Unternehmensgrenzen hinaus zu vernetzen
und sie eben auch, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, eben auch persönlich näher zu bringen. Also wenn man sich einmal kennengelernt hat, dann ist die Verbindung eben besser, als wenn man sich nur über eine Datenbank kennt. Wir versuchen damit, diese typischen Sachen wie Silo-Denken abzubauen und Synergiepotenziale zu erschöpfen. Das ist aber so noch nicht messbar gewesen. Das wäre nämlich jetzt unser großer Wunsch, diese Effekte auch irgendwie monetär oder durch andere KPIs messbar zu machen und da wirklich einen Erfolg auch zu zeigen, den man schafft, wenn man die Experten im Hause miteinander verbindet und dadurch eben mehr Wissen entstehen lässt. Was für uns auch noch ganz, ganz wichtig ist, also für unsere Rolle als Knowledge Management im Konzern, das ist unsere Neutralität. Also wir betonen auch immer, dass wir aus der Holding kommen, das heißt Otto Group und nicht von Otto, weil Otto natürlich als Einzelgesellschaft eine sehr mächtige Stellung in unserem ganzen Konzernverbund hat. Das sind immer die, die am besten Budget haben, die am schlauesten sind und was weiß ich. Das ist ja alles menschlich. Und wir sagen immer, nein, wir sind Otto Group und wir achten darauf, dass auch die kleinste Firma mitmacht, dass auch der Mitarbeiter von einer Firma, die vielleicht noch nicht so einen großen Beitrag leisten kann, wissenstechnisch, mitmacht, um davon zu profitieren kann und eben man sie es doch einen guten Beitrag leisten kann, wenn sie dann erstmal zu Wort kommen und sich auch dieses Selbstbewusstsein aufgebaut haben, sich gegen diese großen Firmen wie Bonprix, About You und Otto durchzusetzen. Also eben auch gerade so bei Besprechungen oder bei Veranstaltungen. Dann nochmal Corporate Learning noch einmal ganz kurz. Das ist eben auch ganz wichtig, dass wir Wissen auch explizit zur Verfügung stellen. Also wenn sich, wenn Best-Practice-Veranstaltungen entstehen, entstehen viele Unterhaltungen. Okay, das ist Wissen, das vor Ort stattfindet oder wächst. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass das nachhaltig in den Konzern eingeliefert wird. Und darum sind wir auch immer noch dabei, Wissen zusammenzufassen, Key-Learnings bereitzustellen. Und das eben im großen Stil auch in die Firma reinzuschießen, sage ich jetzt mal so, damit das Wissen eben auch verfügbar ist. Ich zeige euch nachher nochmal, wie wir das auch operativ so hinkriegen. Was hier auch nochmal ganz wichtig ist bei dem Corporate Learning, das ist wirklich so ein demokratischer Ansatz oder ein sehr gleichberechtigter Ansatz, dass wir eben jedem Kollegen das zur Verfügung stellen. Vor 3 Jahren, also kurz nach dem Kulturwandel, hieß es auch vom Vorstand, hey, wir machen jetzt alle Zahlen sichtbar, also bis auf einige Ausnahmen. Ich möchte ja auch nicht alle Zahlen oder KPIs im Hause sehen, aber sonst war es immer sehr restriktiv. Wenn wir zum Beispiel uns Umsatzzahlen besorgt haben von anderen Firmen, durften wir die nicht weitergeben, sondern nur derjenige, der da auch was mit wissensmäßig mit reingegeben hat. Und jetzt sind alle Möglichkeiten da. Man kann sich das alles anschauen und eben auch der Appell an die Kollegen, es liegt in eurer Verantwortung, mit diesem Wissen auch verantwortungsbewusst umzugehen. Aber das finde ich immer sehr wichtig, weil wir diese Grenze dann nicht mehr haben. Ja, das ist nur für die Geschäftsführung und das ist irgendwie für den Experten, der damit aber eigentlich viel besser noch arbeiten könnte. Genau, bei diesem operationalen oder operational excellence möchte ich jetzt gar nicht stärker darauf eingehen, weil das nochmal so ein ganz besonderes Feld ist. Da ist eben vielleicht nur wichtig zu erwähnen, dass wir da eben auch versuchen, nicht zu akademisch oder zu abstrakt bei den Kollegen aufzutreten. Wie gesagt, es ist halt auch immer nicht so einfach, Menschen zu erklären, Wissensmanagement, was macht ihr denn da eigentlich? Und da ist es dann halt immer sehr gut, wenn man in Projekten zusammenarbeitet, wenn man ganz konkreten Input hat für Problemstellungen von den Einzelgesellschaften, von den Kunden, sage ich jetzt mal so. Das sind ja unsere Kunden, die Kollegen aus den Einzelgesellschaften. Und somit ihnen eben zeigen kann, hey, wir haben hier so einen großen Wissensschatz und wir können dir sagen, was du davon oder was da drin steckt, was du vielleicht schon selber suchen kannst und wie man es verwendet. Und ich denke, das ist eigentlich eine sehr gute Grundlage, um ein ganzheitliches Bild in so einer komplexen Unternehmensstruktur auch aufzubauen. Da vielleicht noch einmal eine kurze Skizze, also wo kriegen wir denn eigentlich unser Wissen her? Ist ja nicht so, dass mir das hier irgendwie zufliegt oder meinen Kollegen. Wir sind eben sehr stark im Konzern vernetzt, das unter anderem durch unsere Veranstaltungen, die ich ja gleich nochmal erkläre. Das heißt, dass wir immer auf der Suche auch sind und mit Ohren und offenen Augen durch den Konzern wandern sozusagen und auch immer neue Themen aufnehmen, um nachher eben auch zu sagen, hey, das habe ich schon mal gehört, das wäre doch irgendwie ein Thema für dich. Also
Es ist nicht alles so super strukturiert, wie man das gerne hätte, denn da ist noch sehr viel persönliches Engagement dabei. Und eben auch, da komme ich wieder auf die Haltung, auch die Haltung von meinen Kollegen und von mir. Wie bereit bin ich denn, da immer aktiv zu sein und die Leute zusammenzuholen, mitzudenken, mal an andere zu denken, auch wenn man nicht gefragt wurde, und denen eben Vorschläge zu machen. Das heißt, dass wir auch in der Holding an sich sehr stark vernetzt sind in so innovative Bereiche wie Business Intelligence. Wir haben Innovation Lab mit dem Kulturwandel. Das ist auch noch ein eigener Bereich. Das ist auch wichtig, dass wir da weiter mit denen zusammenarbeiten. Aber natürlich auch in den einzelnen Konzernfirmen, aber auch außerhalb. Also wir können ja nicht nur in unserem eigenen Teich schwimmen, sondern uns eben auch mit Experten von anderen Firmen vernetzen und austauschen. Und da gebe ich zu, das müssten wir eigentlich noch viel, viel stärker machen. Das ist nur häufig auch ein Zeitproblem. Ja, wenn wir dieses Wissen dann aufgenommen haben, dann wird das irgendwie verarbeitet und wir geben es dann halt auch wieder direkt, wie ich schon sagte, anhand der drei Säulen weiter an die einzelnen Firmen oder eben durch ein Beratungsprojekt, durch einen bilateralen Wissenstransfer. Also wir haben häufig Kollegen von Japan, die dann anrufen und sagen, ey, könnt ihr uns mal irgendwie über Business Intelligence was erzählen? Wir haben das hier überhaupt noch nicht so ganz begriffen. Und dann versuche ich erstmal, das aus meiner Sicht natürlich zu erläutern, und dann hole ich mir sofort die Experten aus dem Hause zusammen. Und da ist immer eine ganz große Bereitschaft bei den Kollegen, anderen Kollegen zu helfen. Es geht ja immer um Opportunitätskosten, man hat keine Zeit. Aber das muss ich wirklich sagen, dass das also wirklich ein tolles Arbeitsumfeld ist, weil jeder bereit ist, einem anderen, vielleicht sogar insbesondere den internationalen Kollegen, da nochmal Starthilfe zu geben. Ja, jetzt vielleicht einmal auch ein Blick auf die Zeit. Wie macht man das jetzt ganz konkret am Beispiel der Best-Practice-Veranstaltungen? Da vielleicht nochmal zum Vorfeld: Best-Practice-Clubs gibt es bei der Otto Group, ich glaube schon seit über 20 Jahren, also das war weit vor meiner Zeit. Das ist zustande gekommen, als in den 90ern und 80er Jahren insbesondere viele ausländische Firmen aufgekauft wurden, so in Frankreich und Spanien. Und da hatte man gemerkt, okay, um die ein bisschen, ich sag mal, einzunorden und mit ins Boot zu holen, war das sehr wichtig, dort einen Wissensaustausch, einen Wissenstransfer zu machen. Das war aber meines Erachtens noch nicht so im Sinne von Wissensmanagement, hey, alle sollen mitmachen, es ist eine gleichberechtigte Veranstaltung, sondern eher so ein bisschen Druckbetankung von Flagship Otto und ins Ausland. Wir haben das in den letzten Jahren sehr weit ausgebaut. Ich gehe auch gleich nochmal in einzelne Zahlen rein. Und also perfektioniert, nein, möchte ich noch nicht sagen, da arbeiten wir immer noch dran, aber wir haben es sehr gut hingekriegt, auch prozessual so aufzubauen, dass wir immer sehr schnell einen Best Practice Club organisieren können, die Leute an Bord holen und eben eine hohe Qualität auch liefern können, damit eben unsere Kollegen die Reisen und die weiten Reisen und die Kosten auf sich nehmen und zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Und da muss ich auch noch sagen, seit letztem Jahr haben wir eine neue Kostenverrechnung im Konzern, also für Bereiche wie dem Knowledge Management, die zur Holding gehören. Wir waren früher eine Stabsstelle, haben ein Budget bekommen und konnten das ausgeben. Jetzt ist das nicht mehr so. Unsere Kosten werden zum Teil komplett verrechnet an die Firmen. Das heißt also, dass unser Anspruch ja noch größer ist, sehr gute Leistung zu bringen, damit eben unsere Kundenkollegen unsere Angebote auch annehmen. Aber noch läuft das sehr gut, muss ich sagen. Da vielleicht noch einmal, was uns bei diesen Best-Practice-Veranstaltungen besonders am Herzen liegt. Wir kennen ja alle die Dreifaltigkeit im Knowledge Management, also People, Prozess und Technologie. Und das trifft eben bei diesen Veranstaltungen bei uns sehr gut zusammen. Also wir haben den Wunsch und den Auftrag, oder unsere Rolle ist es bei den Best-Practice-Veranstaltungen, Menschen zusammenzuholen, Menschen, die über ein Thema reden können. Das ist keine Fun-Veranstaltung und auch kein Seminar, wo man von null an irgendwas lernen möchte, sondern da müssen Experten kommen, die auf Augenhöhe miteinander diskutieren und sich auch, sage ich jetzt mal, ausziehen. Denn das finde ich immer sehr gut. Es wird auch ganz klar über Niederlagen gesprochen. Besonders eher auf Fachbereichsebene, weniger auf Geschäftsführerebene. So weit sind wir dann mit dem Kulturwandel wohl auch noch nicht, aber das wird auch immer besser. Also ich leite einen Best Practice Club, das nennen wir dann Best Practice Konferenz, weil da nicht jeder denn
sich anmelden kann. Ist dann doch wieder ein bisschen mehr closed, aber das ist eben die Zielgruppe der Geschäftsführer. Und da werden die Diskussionen, finde ich, jetzt auch immer offener und kritischer. Und das war vor ein paar Jahren auch noch nicht so. Persönlicher Austausch, aber auch noch ganz wichtig. Wir machen natürlich auch vor den Veranstaltungen ein Get-Together, gehen mit den Leuten essen, trinken, alles natürlich im verhältnismäßigen Rahmen. Aber das finde ich immer super wichtig, um nachher eben eine sehr nette Stimmung auch zu erzeugen. Und das merkt man, es wird gut angenommen und da profitieren dann nachher auch die Veranstaltungen. Ja, Prozesse, Organisation ist für uns auch wichtig, dass wir mittlerweile wirklich dort eine professionelle Dienstleistung anbieten müssen. Also die Erwartung von unseren Kollegen wird auch immer höher und größer. Da hat der Kulturwandel, der sehr viele Veranstaltungen auch initiiert hat, seinen Beitrag dazu geleistet. Das waren immer ganz tolle Location, super fancy, mega teure Keynote-Speaker. Nur der Kulturwandel hat eben auch ein eigenes Budget, was wir so nicht haben. Und daher ist es für uns immer wichtig, die Waage zu finden zwischen Unterhaltung, sage ich jetzt mal. Also es muss ja irgendwie attraktiv sein, zu einer Veranstaltung zu kommen. Aber auch ganz klar, dass dort immer der Wissensaustausch im Mittelpunkt steht. Und dass dieser Wissensaustausch an den Kollegen hängt oder an den Teilnehmern. Denn wenn die sich da hinsetzen und nichts sagen, dann kann ich nach 10 Minuten aufhören und sagen, sorry, tut mir leid. Aber ihr leistet hier nichts, denn ihr seid die Wissensträger, dann können wir gleich aufhören. Und das ist dann halt immer das, was ich denke, was wir noch gut hinbekommen. Also schon starkes, konzentriertes Arbeiten, aber eben auch mal ein bisschen was Lockeres oder super interessante Keynotes, die wir dann irgendwie mit rein sponsern. Aber eben, wie gesagt, auch sehr gute Locations und das kann man nicht mehr hier in so ödeligen Konferenzräumen machen. Da würde unser Ruf dann auch scheinen. Also finde ich ganz interessant, dann zu sehen, wie dann auch so der Anspruch halt nach außen hin immer größer wird. Und als dritte Säule natürlich die digitale Plattform. Und da haben wir SharePoint seit einigen Jahren und haben jetzt den großen Switch auf das Office 365, was ja auch immer noch SharePoint ist, aber für uns schon eine sehr große Umstellung, weil wir vorher ein großes Mitarbeiterportal hatten, so ein Intranet. Und da müssen wir alle umdenken und es sind auch noch nicht alle Firmen drauf. Das ist natürlich auch ein Problem, besonders für uns, wenn wir digital vernetzt sind mit den Kollegen. Aber da werden wir eine Lösung finden. Nützt ja nichts. Der digitale Wandel geht ja immer weiter vorwärts, also werden wir Lösungen finden. Und ich würde euch jetzt gerne einmal noch kurz zeigen, wie das aussieht. Also das hier ist ein Screenshot von unserem Best Practice Center. Das heißt, das ist ein Teamraum oder eine Seite auf dem SharePoint. Da haben wir so ein bisschen Eventim abgekupfert, wo alle Kollegen sich das anschauen können und ein Programm vor sich haben, was in diesem Jahr stattfinden wird. Das ist nach Monaten natürlich geclustert und wir befüttern das immer im Laufe des Jahres, weil immer neue Veranstaltungen hinzukommen. Diese Veranstaltungen haben normalerweise eine Teilnehmeranzahl, so sage ich mal von 10 bis, ja, wir gehen sogar bis 200. Das sind dann sehr große, meistens IT-Veranstaltungen, werden aber eigentlich von den gleichen Teams, also von meinen Kollegen mit Unterstützung von Praktikanten organisiert. Und laufen immer nach dem gleichen Schema eigentlich so ab. Wir identifizieren Themen oder uns werden Themen zukommen lassen. Manchmal vom Vorstand, manchmal von Kollegen, was weiß ich, um die Ecke, die irgendwie ein super Thema haben. Dann gucken wir die Resonanz oder schauen nach, wie ist die Resonanz so im Konzern. Da habe ich so unser Netzwerk, was wir dann mal befragen können, so ein Stimmungsbarometer. Wenn wir sehen, okay, das ist ein super Thema, das sollten wir aufnehmen, dann suchen wir auch wichtige Stakeholder zusammen, die unbedingt dabei sein sollten, weil sie da die Wissensträger sind, schicken oder melden das erstmal natürlich oder laden das hier in dem Best Practice Center hoch und schicken dann aber auch ganz konkret und persönlich Einladungen und dann, oh Wunder, sammeln sich dann immer nach und nach Kollegen, die dann an diesem Event teilnehmen wollen. Wenn es zu wenig Anmeldungen sind, sagen wir auch so, Mensch, sorry, haben wir uns geirrt oder schlechter Zeitpunkt, ich habe jetzt gerade einen Best Practice Club aufgesetzt, der ist während des Faschings. Da habe ich natürlich als Norddeutscher überhaupt nicht dran gedacht. Und das könnte sein, dass wir den nochmal verschieben müssen, weil da wahrscheinlich im Süden kein Mensch dran teilnehmen wird. Das sind auch Veranstaltungen, vielleicht auch nochmal ganz wichtig, die bis jetzt noch analog sind. Das heißt, ja, wir treffen uns alle physisch. Im Februar haben wir jetzt aber einen größeren Versuch
eben auch so ein Webinar aufzustellen, hätten wir eigentlich auch schon mal viel früher machen sollen. Aber für uns war das eben jetzt nochmal neu und es hatte auch ein bisschen Probleme mit der Technik. Und ich bin da sehr gespannt, wie wir eben auch virtuell solche Veranstaltungen denn schaffen können. Aber ich glaube halt immer noch, dass dieses persönliche Zusammenkommen doch ganz wichtig ist, um eben auch nachhaltig dort Zusammenarbeit und den Funken sozusagen überspringen zu lassen. Okay, wenn man jetzt eine Veranstaltung hat, hier ist zum Beispiel von einer Veranstaltung, die ich im Herbst hatte, wie gesagt, mit den Einkaufsgeschäftsführern. Das kann aber, wie gesagt, jeder sehen. Es kann sich da nur nicht jeder anmelden. Dann, das ist sozusagen wie so eine kleine Visitenkarte. Also ich sehe dann als Leser, okay, das ist ja interessant, da würde ich gerne mal mehr Informationen haben. Dann gehe ich da weiter rein. Dann eröffnet sich ein Fenster, wo eben mal ganz kurz zusammengefasst wurde, was wird da eigentlich besprochen. Die blauen Balken musste ich reinmachen, weil das eben Namen von Kollegen sind. Aber hier seht ihr bei GoToDocuments, dass dort alle Präsentationen hinterlegt sind, auch nochmal eine Zusammenfassung der Content und Key Learnings, die wir dann als Teilnehmer oder als Organisatoren zusammenfassen. Und diese Unterlagen stehen wirklich jedem zur Verfügung. Klar, sie müssen auch gefunden werden. Und deswegen bewerben wir auch unser Best Practice Center und unsere Best Practice Veranstaltungen zusätzlich über Newsletter, machen immer Artikel im Kulturwandel Newsletter, der auch gruppenweit verschickt wird und müssen da auch immer sehr stark darauf achten, dass wir durch eine fortläufige Kommunikation immer wieder gehört und gesehen werden. Aber hier fand ich auch nochmal sehr gut, dass wir halt auch immer sichtbar machen, so wer war denn eigentlich Teilnehmer? Denn Sinn und Zweck ist ja, nicht immer über uns zu gehen, sondern dass die Kollegen sich untereinander austauschen. Was ich nur jetzt noch nicht weiß, und das müssen wir jetzt in diesem Jahr angehen, ist nämlich, wird es auch so genutzt? Oder stellen wir es nur zur Verfügung und keiner macht das? Und da werden wir uns jetzt stärker ranmachen, also gerade hier in diesem SharePoint-Tool in der digitalen Umgebung stärker zu tracken. Wird das Angebot angenommen oder ist das für die Katz oder was machen wir denn da eigentlich? Denn wir müssen auch immer stärker noch unsere Aktivitäten überprüfen, ob das sinnvoll und effizient ist, um sonst gegebenenfalls vielleicht auch umzulernen. Da vielleicht noch einmal, das haben wir auch aus, ich sage immer so Propaganda für Best-Practice-Veranstaltungen, Knowledge-Management. Was haben wir, wenn man das mal so als Infographic zusammenstellt, wir haben eigentlich fast jede Woche oder Veranstaltungen, wenn man das übers Jahr hinzieht, also 64 insgesamt. Da sind auch noch kleinere Runden dabei. Das sind nicht immer so große Best-Practice-Veranstaltungen. Insgesamt haben wir für 78 Tage Knowledge-Transfer, wenn man das alles so zusammenzieht. Oder insgesamt 300 Stunden persönliches Networking, was ja auch eine Investition ist, die hoffentlich auch wieder ein Return on Investment zurückbringt. Insgesamt haben wir an die 2000 Experten, die würden jetzt alle hier in die AFI reinpassen. Davon, das fand ich auch sehr interessant, das haben wir nämlich wirklich mühsam ausgezählt, nur 35% Frauen und 65% Männer. Kann sein, dass wir bei uns auch sehr viele IT-Veranstaltungen haben und dass dort die weibliche Präsenz doch immer noch ein bisschen unterpräsentiert ist. Und was sind das eigentlich für Themen, die wir da veranschlagen? Das ist hauptsächlich Marketing und Sales, weil wir ja, wie gesagt, auch noch am stärksten so im Einzelhandel oder im Distanzhandel sind. E-Commerce natürlich, dann werden jetzt aber IT und Entwicklungsthemen immer stärker. Internationaler Austausch, das ist auch noch bei uns, das machen wir eigentlich fast ausschließlich hier im Knowledge Management, Business Development und ein kleinerer Teil Category Management, das heißt der typische Einkauf, der sich sicherlich auch zukünftig bei der Otto Group anders gestalten wird, weil man mehr in Richtung Plattform auch geht. Also auch hier sind natürlich strukturelle Entwicklungen sichtbar und da müssen wir auch drauf reagieren und den Kollegen immer das richtige Angebot auch zur Verfügung stellen, damit sie eben, wie gesagt, immer schlauer werden, teilen und weiterhin wachsen. Ja, in diesem Sinne, Share and Grow, hoffe ich, dass ich euch da einigermaßen was erzählen konnte und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann bin ich gerne für Antworten da. So, also ganz, ganz vielen Dank erstmal dafür. Wir haben in der Gruppe jetzt eine Frage von der Alexandra. Da würde ich mal Alexandras Mikrofon freigeben, dass sie die Frage selber formulieren kann. Also, hallo Julian, vielen Dank. Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, dass es gewisse Überlappungen mit zum Beispiel HR, Learning and Development, also so diese Entwicklungsthemen gibt. Und mich würde interessieren, wie
grenzt man sich denn da ab oder wie kollaboriert ihr da? Denn solche Veranstaltungen könnte ich mir auch gut im HR-Bereich vorstellen, dass die das machen. Und entsteht da nicht irgendwie eine Konkurrenz oder wie läuft das bei euch? Also in diesem Bereich entsteht keine Konkurrenz, weil wir also auch historisch gesehen diese Fachaustauschveranstaltungen immer schon aus unserem Bereich kamen, bevor wir auch Wissensmanagement hießen. Das hatte ich ja erzählt, so mit diesem Frankreich-Austausch. Also das ist wirklich sehr stark fachbezogen. Und da hat unsere HR eigentlich nicht so einen Hang zu. Die kümmern sich ja eher um diese personelle Entwicklung. Und da sagen wir immer, wir entwickeln keine einzelnen Personen, sondern wir kümmern uns um organisatorische Einheiten. Interessant wird es, das habe ich hier jetzt aus der Beschreibung rausgenommen, wir haben halt auch noch Produkte, die in diese organisatorische Entwicklung gehen. Also so ein Wissensaudit oder auch Spiral Dynamics, würde ich auch gerne mal beim anderen mal vorstellen, das ist nämlich auch sehr interessant. Also das geht, da merke ich schon so, oh, da hören meine Kollegen dann schon eher zu, aber da gehen wir eben auch ganz offen um. Wir sind hier auch in einem Konkurrenzunternehmen sozusagen, wer als erstes am Start ist und da eine gute Sache gemacht hat. Also ich bin immer dafür, auch dann rechtzeitig die Kollegen, die in angrenzenden Bereichen sind, zu informieren. Das haben wir jetzt auch alle gemacht. Und jetzt versuchen wir da vielleicht auch Kooperationen rauszukriegen. Aber ganz klar, wir haben das Investment gemacht und wir wollen da jetzt auch was mitmachen, so ungefähr. Also das ist einfach so, ne? Ja. Ja. Okay, danke. Vielen Dank. Wir haben hier mal einen kurz so einfach rüber mit dem Mikrofon. Wir haben hier also Runde noch eine Frage. Wir machen das mal wieder mit Wechsel. Hallo. Du hast angesprochen, dass die Haltung ja so wesentlich ist, diese Herangehensweise. Und dass die Kultur oder dieser Kulturwandel zwar ein eigenes Projekt ist, ja, und dieses Du offensichtlich ein großer Anstoß war, aber das alleine wird es ja nicht gewesen sein oder kann es ja nicht gewesen sein. Was sagt das Wissensmanagement dazu bei, um diesen Kulturwandel auch voranzutreiben? Ja. Also da vielleicht noch einmal, also unser Kulturwandel, sie wird nicht als Projekt gesehen, weil das ist ein Prozess, der wird immer weitergehen. Das ist kein Projekt. Meine Kollegen und ich hatten eigentlich immer schon diese Einstellung, okay, lasst uns doch alles teilen. Warum ist das denn so schwierig? Aber wir kommen ja auch aus dem Wissensmanagement-Bereich. Mhm. Jetzt merke ich, dass wir eben durch unsere Einstellung das noch viel stärker fördern können, weil wir es so sichtbar machen. Also eben wirklich zu sagen, du willst Zahlen haben, ja, kriegst du. Ach, das sind geheime Zahlen, ist egal. Wir haben ja keine geheimen Zahlen, du kannst sie haben. Ja, auch bei Konflikten, bei fachlichen Diskussionen ist halt unsere Möglichkeit, eben dort als neutraler, ja vielleicht auch so ein bisschen Mediator denn mitzuspielen und immer wieder an die Haltung zu appellieren, hey Leute, insgesamt muss die Leistung auch stimmen. Es geht hier nicht um den einzelnen persönlichen. Na klar, es geht immer ein bisschen darum, das kann man jetzt auch nicht aus der Welt räumen, aber dass man da immer wieder auch als Vorbild tangiert ist und sagt, handelt und sagt, ja, wir geben euch aber auch alles. Und darum erwarten wir von euch auch, dass ihr untereinander euch sehr offen darstellt. Mhm. Und ist sicherlich vielleicht auch so ein bisschen diese Notwendigkeit oder diese Freundlichkeit auch bei den Kollegen, das zu machen. Vielleicht war das auch immer schon so. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch in der DNA von der Otto Group so drin gewesen. Du sprichst immer von wir und dieses Vorleben ihr. Wie viel FTEs oder wie viele Personen seid ihr da in dem wir? Wir sind nur 15. Das finde ich sehr wenig. Aber weil wir uns ja versuchen zu multiplizieren. Also wir sind 15 Personen, 15 Festangestellte plus Praktikanten natürlich noch, die uns da immer sehr helfen. Okay. Einige Personen würden das als ausreichend oder sehr viel sehen, aber für die gesamte Gruppe ist es natürlich, ja. Okay, danke. Ja, aber das finde ich auch, das stimmt natürlich. Das ist schon eine hohe Kopfzahl, aber wenn man manchmal denkt, so Mensch, was könnte man noch alles machen, denke ich mir, ich würde gerne 50 Leute hier haben, aber das ist ja ein Problem. Danke. Bitte. Gibt es noch weitere Fragen aus der Runde jetzt? Sonst habe ich natürlich noch eine ganz wichtige. Das ist, ihr macht das ja jetzt schon ein paar Jahre und man hat auch immer Entschuldige, das habe ich jetzt nicht Dinge, die versucht man und die sind dann nicht ganz so gelaufen im Sinne vom Lessons Learned, wie man sich das mal erhofft hat. Was waren da zum Beispiel so typische Dinge, wo ihr sagt, hey, das hat man gedacht, das funktioniert ganz toll und dann irgendwie
ist es doch anders gekommen, als man gedacht hat. Gibt es da was? Meinst du jetzt aus unserer Sicht oder von denen, da fehlte nämlich leider ein Satz, den konnte ich nicht hören, entschuldige. Also ich meine jetzt aus eurer Sicht, also Dinge, die ihr jetzt gesagt habt in den letzten Jahren, ihr probiert das, ihr seid davon überzeugt, das ist ganz toll und das ist dann nicht angekommen oder ihr hattet dort eine falsche Denke drin oder die Leute haben anders reagiert. Was waren so eure Lessons learned so in den letzten Jahren in dem Bereich? Ja, unsere Lessons learned, also wir lernen da drauf, also wir müssen aufpassen, sage ich jetzt mal so, jetzt bezogen auf Best Practice-Veranstaltungen, ich lasse jetzt mal die anderen Aktivitäten weg, das ist ja nur ein Teil, dass man nicht zu bequem wird und merkt so, ach Mensch, das läuft ja gut. Ne? Also ich habe eine hohe Routine zum Beispiel bei diesen Best Practice-Veranstaltungen und neige denn dazu, die Taktzahl zu erhöhen, aber eben keine innovativen Ideen mehr so zu haben. Und das, finde ich, ist immer etwas, da müssen wir aufpassen. Ich habe auch viele junge, neue Kollegen bekommen, die tolle Ideen hatten und also wirklich auch super umgesetzt haben, wo ich aber dann immer so dachte als alter Hase, ja, macht's mal nicht zu doll, sondern passt mal eher darauf auf, dass das effizient ist und dass das produktiv ist. Und da denke ich, da muss man immer so selber finden, so wir müssen was Neues machen, aber es darf auch nicht zu much sein, weil das, finde ich, das ist dann auch nicht mehr zielführend. Aber man darf auch nicht immer an dem Alten verharren, weil es dann irgendwann auch langweilig wird oder ausläuft. Und das versuchen wir jetzt eben wirklich, ja, wir haben mal ein Beispiel zum Beispiel, habe ich mit einer Kollegin zusammen Design Thinking Workshop gemacht. Das kam überhaupt nicht gut an. Unsere Kollegen da, das waren Einkäufer, also die, oder Controller, also sehr zahlenbelastete Kollegen. Das war nicht gut, das haben wir auch gemerkt. So, okay, nee, da haben wir wohl ein bisschen zu viel erwartet oder nicht gut vorbereitet. Und ja, aber gut, dann kriegt man schlechte Kritik, aber dann muss man da eben dran arbeiten. Ganz vielen Dank. Gabriela hat, glaube ich, noch was. Die steht ja schon neben mir. Ich lasse mal hier sitzen. So, ja, ich war hier kurz in der Warteschleife. Juliane, kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie ihr für eure Best Practice Clubs die Leute findet, die wirklich beitragen können? Also, ne, du hast ja gezeigt, jeder kann sich anmelden, aber da könnt ihr ja nicht kontrollieren, ob das Leute sind, die sagen, oh, spannendes Thema, habe ich ja noch nie gehört, würde ich was dazu wissen wollen. Ihr braucht ja eine kritische Masse an Menschen, die da Wissen haben, die Best Practice haben und die sich austauschen. Wie findet ihr die und wie überzeugt ihr die, an dem Best Practice Club teilzunehmen? Weil die haben ja durchaus einen gewissen Aufwand, Reiseaufwand, Vorbereitungsaufwand, den Best Practice Club selber. Ja, also vor einigen Jahren, also so ungefähr vor 4 Jahren, waren das auch wirklich noch Clubs. Also da sind nur die eingeladen worden, die wir eben vorher identifiziert haben. Da konnte sich keiner einfach so anmelden, vielleicht mal weitergeleitet. Diese totale Öffnung und Transparenz ist eben auch durch den Kulturwandel gekommen. Und jetzt, da haben wir auch erst Bedenken gehabt und dachten so, ja, wenn sich da jetzt jeder anmeldet, das muss ja auch die Qualität haben. Es ist so nicht passiert. Also wir haben, wie gesagt, schon ein sehr gutes Netzwerk. Also zu einem Thema wüsste ich eigentlich mindestens 3 Leute, erstmal 3, die sich da drin sehr gut auskennen bei unterschiedlichen Firmen. Die kontaktieren wir dann und fragen, sag mal, mit wem tauschst du dich denn schon aus mit anderen Firmen? Oder welche Bereiche sind denn für deine Arbeit irgendwie wichtig? Und dann geht da der Tropfen immer weiter. Das ist auch richtige Recherchearbeit und Aufwand zum Teil. Da merkt man eben, wenn man da viel Zeit investiert, wird auch die Veranstaltung besser. Manchmal geht das nicht. Dann sagen wir einfach, okay, mal sehen, wer kommt. Aber ich finde, da gebe ich auch vollkommen recht, das merkt man dann auch an der Qualität der Veranstaltung. Und wenn sich die Kollegen anmelden über unser Tool, sehe ich ja, wer das ist. Und wir müssen das auch genehmigen. Und wir behalten uns auf eine freundliche Art und Weise, auch Kollegen zu kontaktieren und dann zu sagen, Mensch, das tut mir sehr leid, aber also warum möchtest du kommen, so ungefähr, was ist dein Beitrag? Nee, ich habe gar keinen Beitrag, ich will mir das nur mal anhören. Das tut mir leid, aber das ist nicht Sinn und Zweck eines Best Practice-Clubs. Also da sind wir dann auch im Gespräch und laden Leute auch wieder aus. Ab und zu sind die mal sauer, aber das müssen sie halt verkraften. Oder eben, wenn man so merkt, dass da, weil wir ja eigentlich noch sehr preisgünstig dieses Angebot spielen, auch gerne mal Leute da reinkommen, die einfach nur mal zuhören wollen oder hier in Hamburg, wenn wir es in Hamburg machen, dann nach 2 Stunden wieder verschwunden sind. Das geht eben nicht. Also da gehen wir auch ins Gespräch. Das kann man nicht vermeiden, aber man kann es eben durch persönliche Gespräche auch wieder sagen, du,
die Haltung finde ich nicht richtig. Also entweder man macht richtig mit, man macht hier auch was, man gibt auch was, ne, teilen und nicht nur konsumieren. Und da müssen wir dann jedes Mal auch da in die Kommunikation dann eigentlich so gehen. Aber ich habe mich gewundert, hält sich wirklich in Grenzen. Ich dachte, das würde ausufern, aber das heißt aber, euer Anspruch ist schon, es bleibt ein Best-Practice-Austausch und eben nicht eine verkappte Weiterbildung. Nee, dann, das ist also für mich total wichtig und für meinen Chef und meine Kollegen auch, denn Weiterbildung, das macht HR. Wir machen Expertenaustausch und das, so soll es meines Erachtens auch bleiben, also aus meiner Sicht. Jetzt hatte ich hier die Geraldine, die du gerade schon gesehen hast, eine Frage, die übernehme ich jetzt einfach mal, da musst du nicht nochmal um den Tisch rumkommen. Und zwar hat sie gefragt, wie seid ihr denn zu diesem Netzwerk gekommen, von dem ja jetzt sich viel speist? Das ist persönliche Arbeit. Also ich bin, wie gesagt, schon seit 15 Jahren. Ich habe bei Otto angefangen und habe da halt noch Kollegen, die ich ganz vom Anfang kannte. Also bei uns ist die Verweildauer doch recht lang noch. Also noch ändert sich wahrscheinlich auch alles. Ich sehe das bei meinen anderen Kollegen. Jeder hat natürlich so seine Themen, die er mag, hat auch Personen, die er mag. Und es ist auch in unseren Zielvorgaben in meinem Bereich so, du musst dir dein persönliches Netzwerk machen. Das ist ganz wichtig. Also das ist ganz starkes persönliches Engagement und wie gesagt, so ein bisschen Multiplikatoreffekt, wenn wir Best-Practice-Veranstaltungen halten, da lernt man natürlich auch unheimlich viele Leute kennen. Die gehen alle einmal über unseren Schreibtisch, man hat den Namen gehört, man kann sich daran erinnern. Dann haben wir, wie gesagt, SharePoint und diese Möglichkeiten, die Leute auch immer gut wiederzufinden, wenn man denn sich an den Nachnamen erinnern kann, weil wir uns ja alle duzen. Das ist nämlich auch ein Nachteil, so muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist auch sehr viel Networking-Zeit, die wir investieren. Ja, das ist einfach so. Es kostet viel Zeit. Aber finde ich ja spannend, dass das in euren persönlichen Zielen wirklich explizit aufgeführt ist, dass ihr euer persönliches Netzwerk pflegt und ausbaut. Ja. Also von dem Wissensmanagement, ja, ganz klar. Und es, wenn man das aber nochmal, also wie gesagt, ich bin schon lange dabei, aber ich bin manchmal noch so beseelt, wenn ich irgendwie ein Problem habe und dann auch, keine Ahnung, beim Geschäftsführer Onito dann mal anfrage, sag mal, Harald, könntest du mir da vielleicht helfen oder so und zack, sofort eine Antwort bekomme. Und das ist, finde ich, einfach so, Mensch, ja, so sollte man zusammenarbeiten, ne? Dass man nicht noch über die Sekretärin da rangehen muss oder irgendwie sowas. Und das ja, gibt einem immer wieder Impulse, eben auch so weiterzumachen. Hallo, Thorsten hier. Bei euren Best-Practice-Veranstaltungen haltet ihr da auch Ergebnisse fest? Also dokumentiert ihr diese Best-Practices, die ihr in den Veranstaltungen diskutiert? Entsteht da irgendein Standard draus? Habe ich vergessen zu sagen. Also wir haben einmal, wie gesagt, diese Präsentation. Meistens ist es ja noch PowerPoint oder so, ne? was man dann da hält. Wir machen aber auch Videomitschnitte und wir machen auch kurze Video-Interviews. Die wir dann nachher auch wieder in SharePoint allen zur Verfügung stellen. Wir haben auch ein großes Videoportal bei uns in der Otto Group, sodass da eigentlich sehr viel Content auch schon aufgespielt wurde. Wir fassen auch einzelne Sachen zusammen, aber da muss ich auch immer sagen, weil wir ja keine Experten sind, finde ich das schwierig, da jetzt so ganz schwierige Sachverhalte nochmal zusammenzufassen. Also da muss ich einfach die Hilfe von Experten mir nehmen. Und wir wollen das zukünftig so machen, dass wir diese Niederschrift oder explizites Wissen aufschreiben, noch mehr an die Kollegen, an die Teilnehmer zurückschieben. Also einfach einen Präsentator bitten, sag mal, kannst du einmal eine kurze Management Summary noch dazu schreiben, damit man das eben immer noch weiterverwenden kann. Da müssen wir auch noch stärker werden dann. Aber ich glaube halt, Video ist immer ganz cool. Also es geht ja meistens nur so um kurze Impulse. Wenn es mich dann interessiert, dann muss ich den Hörer zur Hand nehmen und mich mit dem wirklichen Experten auseinandersetzen. Das sind ja immer so Appetizer, denke ich, die wir dann da geben und keine Enzyklopädie oder sowas. Das würden wir nicht schaffen. Ja, danke. Bitte. Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich für die tollen Antworten, Fragen, Vorstellungen. Wir nähern uns so langsam zeitlich am Ende, sehe ich. Ich habe noch eine persönliche Frage, die geht vielleicht ein bisschen am Thema vorbei, hat mich aber doch überrascht. Ich hatte ja vorher mitgekriegt, dass die Otto Group tatsächlich ein ganz tolles Intranet oder ein ziemlich gutes Intranet hatte. Ja,
denn diese Umschaltung von dem Intranet zum Office 365? Wie hat die stattgefunden? Wie ist es von den Leuten aufgenommen worden? Ist es jetzt ein positiver Schritt nach vorn? Oder wie würdest du das einschätzen? Wir sind noch voll dabei. Man muss sich, also ich kann das jetzt nicht global sagen, aber es wurde sehr viel investiert in diesen Change. Erklärung, Aufklärung, Schulungen. Ich kämpfe noch mit Teams, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also es ist einfach so, ja, wir können es nicht stoppen. Man muss sich dann einfach mit der neuen Situation auseinandersetzen und das Ding lernen. Und wir haben eben gemerkt, dass man auch das, was im Intranet ist, kannst du ja auch in das neue SharePoint oder auf Office umwandeln. Kostet nur ganz schön viel Geld für Programmierkosten. Aber die Investition wird auch gemacht. Und ein paar sind am Fluchen, ein paar finden es ganz toll, wenn ich das jetzt mal so aus meiner kleinen Perspektive sage. Aber der Stein ist ins Rollen gekommen, kann man nicht mehr aufhalten. Das, ja, wir werden da jetzt alle mitarbeiten müssen. Ich habe noch eine Frage. Du warst ja auf eure Zukunft schon mal eingegangen, was ihr so vorhabt. Deswegen wollte ich noch einmal zu dem Thema hier Prozesse und Professionalisierung gehen. Wenn du sagst, ihr versucht, eure Abläufe und Prozesse auch in eurem Bereich Wissensmanagement immer mehr zu professionalisieren, passiert das richtig mit dem Prozessmanagement, wie man das kennt, indem man die Prozesse aufzeichnet, in Schritte teilt? Oder ist das mehr hier bei euch bilateral, dass ihr sagt, solche Abläufe legt ihr fest, nutzt ihr also ein Tool für dieses Prozessmanagement oder? Nee, also Wissensmanagement haben wir eigentlich gar nicht, auch keine zertifizierten Prozesse oder so, jetzt im Wissensmanagement überhaupt nicht. Da herrscht bei uns wirklich noch Anarchie, würde ich mal so behaupten. Ja, das ist also so ein Feld, da haben wir uns noch nie mit beschäftigt, weil wir, glaube ich, auch so, das habe ich ja auch in Unterhaltungen auch mit Gabriele und auch auf den Barcamps, also ich habe manchmal das Gefühl, wir machen es doch noch ein bisschen anders, als es jetzt vielleicht auch im mittelständischen Unternehmen ist oder in sehr technischen Unternehmen, wo eben Wissen so dokumentiert werden muss. Bei uns läuft es, finde ich, am stärksten doch über die Mitarbeiter. Also das ist die Gefahr, dann ist wieder das Wissen zwischen den Köpfen, aber es ist hier nicht alles aufgeschrieben. Wir fangen jetzt im kleinen Schritt damit an, mit dem Wissensaudit, also ne, Gabriele, mit unserem Fit to Collaborate. Da merke ich, wenn wir so in einzelne Abteilungen gehen, sag mal, schreibt ihr das eigentlich auch mal auf? Nö. Also das kommt vielleicht noch, aber da sind wir noch ein zu kleiner Tropfen im großen Becken. Also ich behaupte mal, das ist da noch nicht so stark ausgeprägt. Gut, also ganz vielen Dank. Ich habe sonst auch keine weiteren Fragen jetzt direkt mal mehr. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden in der Runde gibt. Hast du noch was? Dann würde ich sagen, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, ich hätte natürlich auch noch ganz viele Fragen an euch alle, aber ich glaube, das geht jetzt so nicht. Und das machen wir dann irgendwann anders. Und viel Spaß noch bei eurer Veranstaltung.